Hallo, willkommen im Wald bei einer neuen Folge von Jan unterwegs. Und heute ist ein Tag Mitte November. Es ist ein Regentag, kein schönes Wetter. Viele Leute mögen nicht rausgehen. Für uns Outdoor-Freunde der Vorteil, es sind weniger Leute unterwegs, die mit den Hunden spazieren, und weniger Leute, die uns bei unserem Hobby stören. Dennoch befinde ich mich hier an einer Stelle zwischen zwei Wanderwegen, die im Normalfall auch mittelmäßig gut frequentiert sind. Das hat allerdings nur einen Hintergrund. Heute ist Jagd. Und ja, da ich an meinem Leben hänge und der Hund Beate, der mich begleitet, ebenfalls, habe ich mir gedacht, okay, gehst du irgendwo in einen Bereich, wo nicht hingeschossen wird, weil dort Wege sind. Und ja, ich will heute mal versuchen, mit feuchtem Holz Feuer zu machen. Das ist der eine Punkt. Dann möchte ich euch in der heutigen Folge den Hunderucksack von Roughwear vorstellen, auf den ich dann und wann immer mal wieder angesprochen werde. Das ist der Rucksack, den mein Hund Beate trägt und der meiner Meinung nach sehr viele Vorzüge hat gegenüber den Rucksäcken, die man so beim Fressnapf bekommt oder anderen Anbietern. Wie gesagt, da gehe ich nachher noch drauf ein. Und dann möchte ich euch ein bisschen Equipment zeigen. Ich gehe nochmal ganz kurz auf zwei Messer ein und ja, wenn ihr Lust habt, begleitet mich heute im Wald. Ich hoffe, dass es nachher nicht anfängt zu schütten, denn was ich nicht dabei habe, ist ein Shelter und ich habe auch kein Zelt mit heute. Also wenn es nass wird, wird es nass und dann müsste ich das Video abbrechen. Aber ich denke, wir schaffen das schon. Also, los geht's! So, für das Feuer versuche ich es zunächst mal mit solchen Reisigstücken. Versucht da welche zu nehmen, die nicht wirklich direkt am Boden liegen, sondern ja, etwas hoch stehen, also nicht vollständig feucht sind. Ihr könnt das auch ganz gut fühlen. Man kann das Ganze noch ein bisschen nachtrocknen, wenn man ein Tuch dabei hat, ein Taschentuch oder ein Wolltuch, und die Sachen schön eng einwickelt und das Ganze dann am besten in die Hosentaschen, hier in diese Cargo-Taschen reinpackt oder in eure Jackentaschen, da wird das Ganze noch etwas warm gehalten und trocknet noch etwas nach, wenn ihr unterwegs auf der Tour sammelt. Habt ihr jetzt Stücke dabei, die etwas feuchter sind, so wie dieses zum Beispiel, das andere packe ich nochmal eben weg, wo das Holz zwar halbwegs in Ordnung ist an so einem feuchten Tag wie heute, aber die Rinde schon etwas durch ist, dann nehmt einfach euer Messer und schneidet die Rinde ab oder entfernt die Rinde so ein bisschen hier und dann wird das darunter liegende trockenere Holz freigelegt. Dann könnt ihr euch auch kleine Zündhelfer selber produzieren, und zwar indem ihr dann an so einem geschälten Stück das Ganze so ein bisschen aufribbelt, solche kleinen Späne hier, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, so, und euch die dann gleich am Hobo in ein kleines Gefäß tut, oder aber, so wie ich das hier mache, ihr macht halt an dem Stückchen, was ihr gefunden habt, solche kleinen Späne dran. Das hat einfach den Vorteil, die Flammen haben viel, viel mehr Angriffsfläche und viel kleinere Teile sind zu zünden, und das hat dann einfach den Vorteil, das Feuer packt besser und entwickelt sich insgesamt besser. Vielleicht eben bei der Gelegenheit, ich habe es vorhin schon angesprochen, heute möchte ich euch zwei Messer vorstellen. Einmal ein ganz neues, was ich jetzt dabei habe. Das ist dieses schöne Stück hier. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Das ist von Puma IP, das Catamount 2, hier in der Eiche-Version. Das ist ein Full-Tang-Messer, also durchgehendes Metall mit zwei Eichenschalen gut eingefasst. Das kriegt ihr im Regelfall im Waffengeschäft oder im Jagdzubehör. Das ist also nicht das typische Trekking-Zubehör, so wie wir das sonst üblicherweise verwenden. Dieses Messer gefiel mir ganz gut, weil es hat für meine große Hand eine relativ gute Griffigkeit. Es hat einen Schutz, dass man nicht abrutscht, und eine sehr schöne, große und vernünftige, breite Klinge. Also man kann auch durchaus mal ein bisschen hacken oder kleinere Hölzchen damit spalten.
wenn man den möchte. Das ist das eine Messer. Das andere zeige ich euch gleich. Ich mache mich jetzt erstmal wieder auf die Suche nach ein bisschen Holz. Ich habe gesehen, hier in der Nähe sind Birken. Birken sind immer ein Anzeichen für Wasser. Wo Birken stehen, ist meist ein Bach, ein Fluss, ein See, ein Weiher nicht weit. Und das kann den Vorteil haben, wenn ihr auf Wassersuche seid, eine Quelle sucht oder Wasser filtern möchtet, weil das Wasser ausgegangen ist. Da, wo Birken sind, ist immer viel Feuchtigkeit. Es kann sehr, sehr gut sein, dass dort in der Nähe Wasser zu finden ist. Die Birke ist allerdings die eierlegende Wollmilchsau unter den Bäumen. Im Frühjahr diese ganz frischen grünen Triebe, die kann man essen. Also diese kleinen Blätter, nicht die Triebe, die kleinen Blättchen. Die ganz hellgrün, die kann man essen, schmecken süßlich, super gut. Man kann sich daraus einen Tee kochen, man kann Birkensaft zapfen, man kann die Rinde als Zunder verwenden, die ist sehr stark ölhaltig, die enthält ätherische Öle und selbst bei Feuchtigkeit lässt sich das sehr, sehr gut als Zunder einsetzen. Und ja, das ist der Grund, warum ich mich da jetzt auf die Suche nach Birkenrinde mache. Auch heute ist wieder die Fiskars Camping-Axt dabei, die X5, die kleine. Ist immer ganz nützlich im Wald, wenn man sich ein bisschen Holz hacken muss, Rinde schälen, schont die Messer und so eine Axt ist nicht teuer, ist super gut. So, ich habe ein bisschen Holz zusammen, ich werde jetzt gleich einen Hobo aufbauen oder vielmehr den Holzvergaser und hoffe, dass das alles gut klappt. So, heute habe ich unter anderem zum Kochen dabei den Solusstoff. Das ist ein Holzvergaser, den ich am letzten Wochenende erstmalig im Einsatz hatte. Da war ich mit meinem Freund Matthias unterwegs. Da waren wir im Sauerland eine Nacht in der Wildnis NRWs.
Und ja, haben da auch gelagert, Wasser gefiltert, in der Nacht sogar nochmal. Da ist der Matthias losgezogen, hat nochmal Wasser gefiltert aus einer benachbarten Quelle. Ja, da hatte ich als erstes oder erstmals diesen Solusdorf Holzvergaserofen im Einsatz. Der Solusdorf ist ein cooles Teil, vereint so die Vorzüge vom Hobo und die Vorzüge eben der Holzvergasertechnik. Ganz kurz, also das ist nur die Topfauflage, das hat jetzt nichts Großes an Bewandtnis. So sieht der Solusdorf von innen aus. Da gibt es also ein Rost, auf dem euer brennbares Material dann liegt, euer Holz, euer Zunder und so weiter. Unten ist der Boden geschlossen und seitlich unter dem Rost sieht man das vielleicht, ist eine Kante, wo Luft durchziehen kann aus diesem äußeren Behältnis. Die Luft wird hier eingezogen seitlich, zieht zwischen den beiden Mantelhälften hoch. Von unten kommt Sauerstoff an das Feuer und das Feuer kann heißer verbrennen. Und es wird gleichzeitig das ausgasende Holzgas nach unten weggezogen, steigt durch den Kamineffekt innerhalb des Kochers an den Wänden hoch und tritt oben an diesen Öffnungen wieder raus, die hier an der Seite sind, und entzündet sich nochmal. Und somit haben wir einen Doppelbrenneffekt. Und gleichzeitig den Vorteil, wir haben nicht diese Rauchentwicklung, wie es sonst beim Hobo oder beim offenen Feuer ist. Denn das, was da an Rauch entsteht, sind auch nochmal Gase, die hier nochmal ein zweites Mal verbrannt werden. Das bedeutet gleichzeitig auch, ich brauche etwas weniger an Brennstoff im Vergleich zum Hobo und habe eben eine saubere Verbrennung, also nicht so viel Rauchentwicklung, gerade jetzt mit feuchtem Holz. Ja, ihr hört vielleicht die Schüsse. Die Jagd kommt immer näher. Ich hoffe, wir können hier bleiben. Nicht, dass das noch zu Problemen führt. Zurück am Holzvergaser. Ich habe jetzt gerade zufällig in meiner Jackentasche hier noch ein bisschen, was ist es eigentlich, Küchenpapier gefunden. Küchenpapier ist es. Und oder ein Taschentuch oder so, alles hier solche Zellstoffe. Das geht wunderbar, auch als Zünder. Wichtig ist, dass ihr das möglichst faserig aufdröselt. Man kann das so ein bisschen einreißen, das ist jetzt schon so oft zusammen gequetscht und geknüllt gewesen. Dann kann man das so ein bisschen aufreißen, dass hier die Fasern sich so ein bisschen lösen und dass man möglichst viele Fransen hat, umso besser kann dann da, wie gesagt, das Feuer auch reinpacken und sich ausbreiten. Okay. So, wir nehmen jetzt, weil es wirklich, ist es wirklich feucht, also ich bin froh, dass es gerade nicht regnet. Wir nehmen jetzt einfach wirklich alles, was wir hier an Zunder haben. Das lege ich mit rein. Dann habe ich hier noch ein bisschen Watte. Und ein Döschen geraspelter Kienspan oder Maya Wood wird es auch genannt. Ein sehr ölhaltiges Holz. Ne, Beate? Was man recht gut auch mit dem Feuerstahl entzünden kann. Und dann für einige Zeit ganz gute Flammen. Und das riecht sehr intensiv. Das ist so ein bisschen, wie wenn man im Frühling oder im Sommer durch den Wald geht
Und wenn da Holz gemacht worden ist mal und es riecht dann so sehr intensiv nach frisch geschlagenem oder frisch gesägtem Holz. Das ist so der Geruch von diesem Maya-Rot. Es ist ein ganz schönes Zunder. So ein Büschen hier hält, keine Ahnung, 100 Jahre. Ne, wirklich ewig. Liegt bei 4-5 Euro. Gibt es auch sogar etwas günstiger. Je nachdem, wo ihr das aufgabelt. Und ja, wie immer die guten Beutel, die man verschließen kann hier. Ob nun mit Zipper oder mit so einer luftdichten Lippe hier, was luftdicht ist, ist auch im Regelfall wasserdicht. So, jetzt sitzt mir mein Hund hier ein bisschen im Weg zum Feuer machen. Die hat etwas Angst wegen der Schießerei. Das ist ja durchaus auch berechtigt. Ich kann euch hier zumindest schon mal den Hunderucksack auch zeigen, den Roughwear Hunderucksack. Vier Taschen, zwei große Packtaschen, zwei kleine Packtaschen oben drauf. Da haben wir letztens noch Harz drin transportiert, Baumharz, was wir gefunden hatten als Zunder. Ansonsten habe ich da immer Futter und Wasser für den Hund drin. Jeder trägt sein eigenes Essen, das tue ich ja auch. Und das kann der Hund eben auch machen. Schön ist, ihr habt hinten einen Griff, um den Hund unter Kontrolle zu behalten. Oder in unserem Fall, beim letzten Mal, wir mussten eine kurze Passage klettern, unter das Geschirr gepolstert ist und mehrfach geführt unter der Brust, unterm Bauch. Sehr ergonomisch geschnitten und für den Hund sehr angenehm zu tragen. Könnt ihr also auch am Griff und mit Unterfassen des Brustbereiches den Hund anheben und einige Meter tragen. Natürlich gibt es eine Möglichkeit, die Leine anzuschnallen und hinten auch nochmal eine Öse. Oben gibt es die Möglichkeit, nochmal Dinge drauf zu verstauen, zum Beispiel ein leichter Hundeschlafsack. Achtet aber darauf, ein Hund ist kein Lastentier. Der Hund sollte normalerweise 10% des eigenen Körpergewichts als Last tragen. Das sind jetzt in Beates Fall etwa 2 Kilo plus minus. Also das sollte nicht zu viel sein. Das ist bei uns ein halber Liter zu trinken, den sie dabei hat. Ich habe natürlich auch noch Wasser dabei. Dann haben wir Futter mit drin, dann ist die Leine mit dabei, ein paar Leckerlis, Hundepfeife und so weiter. Und dann haben wir es auch eigentlich schon. So, zurück zum Feuer. Ich versuche es mit dem Feuerstahl. Aus dem ganz einfachen Grund, ich habe nichts anderes dabei. Kein Feuerzeug, keine Streichhölzer, also muss das funktionieren. Versucht etwas die Bäume zu schonen und nimmt totes Holz. Oder wie bei mir vorhin, der Baum, der hat es hinter sich, also er hat schon keine Krone mehr, das ist wirklich nur noch ein Pin. Und da kann man dann so ein bisschen sich was abschälen. Okay, mit Hilfe des Kiespans ist es dann doch etwas geworden. Ich hoffe, man kann das halbwegs sehen auf dem Video. Danke übrigens an Matthias für den Tipp mit dem Kiespan. Er hat den also auch immer dabei. Und kann da auch wirklich nur Gutes berichten. Übrigens kann ich diese Packbeutel hier sehr empfehlen von Exped. Lassen sich die Sachen wasserdicht drin verpacken. Es gibt verschiedene Größen. Das ist gut für Lebensmittel, für Kleinteile, Socken, Unterwäsche, Sachen, die nicht feucht werden sollen. Man kann es immer wieder verwenden. Die sind also sehr, sehr robust. Wirklich eine schöne Sache. Und man kann es eben farblich sortieren. Was. Wir wollen die gute Tatonka-Tasse verwenden. Viele kennen sie wahrscheinlich. Ich habe sie auch erst seit kurzem mir zugelegt.
Edelstahlbehältnis. Ganz klassisch. Es passt eine Nalgene-Flasche rein. Diese Flaschen von SICK allerdings auch. So, vielleicht kann man das erkennen, allein anhand der Rauchentwicklung. Der Solo Stuff tut seinen Dienst. Solo Stuff tut seinen Dienst und macht das eben mit der Holzgasverbrennung. Und insofern stehen wir jetzt hier nicht mitten im Rauch. Und das Wasser dampft auch schon. Das ist ja super. Geht sehr schnell. Ja, was wollte ich euch noch erzählen? Wie gesagt, das Cuttermount von Puma IP oder Puma IP habe ich euch jetzt vorgestellt. Schönes Messer, meiner Meinung nach. Das andere, was ich dabei habe heute, das benutze ich ganz gerne, wenn ich so, ja, so filigrane Sachen werkeln will. Was weiß ich, Lederarbeiten oder Schnitzen oder eben kleinere Sachen schneiden. Und zwar ist das ein Jagdmesser von meiner persönlichen Lieblingsmarke, von Brusletto aus Jelo in Norwegen. Ein ganz, ganz kleines Modell. Nennt sich Rypa. RYPA geschrieben. Hat einen schönen großen Wurzelholzgriff, den man also sehr, sehr gut anfassen kann. Und unten eine ganz feine, aber sehr stabile Klinge. Ihr seht das, also die hat mit Sicherheit 2,5 mm Dicke. Das Ding ist sauscharf und wie gesagt, man kann damit sehr, sehr schöne Schnitzarbeiten machen. Sehr schön, wenn man viel Kraft auf sehr kleinem Raum braucht. Das Ding ist ursprünglich eigentlich gedacht für, ja, Fasane ausnehmen oder alles, was mit Federvieh zu tun hat. Dafür ist es eigentlich, ich finde es ganz praktisch, ist schön klein, trägt nicht so dick auf. Ich habe das manchmal so als Backup dabei, so als Zweitmesser. In Deutschland sehr, sehr schwierig zu kriegen, ist allerdings ein recht bekanntes Messer. Also wenn man da im Fachhandel nachfragt, kriegt ihr das sicherlich. Es liegt im Verkaufspreis hier in Deutschland bei etwa 110 bis 140 Euro. Es dampft fröhlich vor sich hin. Und dann warten wir ein bisschen ab. Ja, genau, wer mich kennt, wird sich wundern. Oder vielleicht kommen auch wieder Kommentare. Hey, ne, wo ist denn deine Fjällrävenhose? In der Wäsche. Ganz ehrlich, in der Wäsche. Und auch wenn das sonst nicht mein Stil ist mit diesem Flecktarn-Zeugs, heute habe ich sowas mal an. Ist vielleicht auch ein Tipp für Einsteiger unter euch. Diese Hosen, die kriegt ihr auf dem Flohmarkt oder im BW-Laden. Zum Beispiel unter www.derbwladen.de. Das ist ein Online-Händler, es gibt noch tausend andere. Da kriegt ihr solche Hosen. Wie gesagt, die gehen bei 20 Euro los oder sowas. Manchmal sind sie sogar noch günstiger. Wenn ihr was Vernünftiges haben wollt, müsst ihr ein bisschen mehr hinlegen. Sagen wir so bis 60, 70 Euro ist aber auf jeden Fall was zu kriegen. Und ist für draußen okay. Ihr könnt das nicht vergleichen mit einer richtigen Jagdhose oder mit diesen Outdoor-Hosen, wie gesagt, von Fjällräven zum Beispiel. Einfach vom Stoff her, von der Reißfestigkeit her, das sind Weltenunterschiede. Auch wenn man hier jetzt durchs Unterholz geht, ihr kennt das, hier dieses Dornengestrüpp überall. An so einer Hose bleibt das hängen, an der gut gefetteten Fjällräven streift es ab und man bleibt gar nicht erst drin hängen. Ist aber eben ein Unterschied, ob man, ich sag mal, 40 bis 60 Euro für eine Hose ausgibt oder sogar weit drunter, oder ob man 140 Euro für eine Hose ausgibt. Ich denke, für den Anfang nicht schlecht, und zum dreckig machen ist das doch auch völlig in Ordnung.
Pyromane bin und so ein Feuer immer gemütlich, schmeiße ich noch ein bisschen nach. Wo ich auch ein Riesentalent für habe, ne? Das war schon früher in der Disco so. Gehst du in der Disco, stellst dich irgendwo hin, stehst du im Weg. Gehst woanders hin, stehst du wieder im Weg. Mit der Autogeschichte kann man das 1:1 übertragen. Du sitzt immer da, wo der Rauch hinzieht. Warum? Keine Ahnung. Weil Rauch magnetisch ist. Oder so. Über einen frischen Kaffee im Wald. Ich nutze da immer Instant-Kaffee. Bin nicht so ein Freund von diesem Cowboy-Kaffee. So, Zucker gibt Energie. Muss es aber auch nicht übertreiben. Kann passieren. Die sind zwar luft- und wasserdicht, diese Weitheitsflaschen, aber natürlich beim Aufmachen in feuchter Umgebung wie hier im Wald kommt Luftfeuchtigkeit rein und dann klumpt das halt schon mal. Ich hab's schütteln vergessen vorher. Wenn das kein kochendes Wasser ist. Mal etwas auf Trinktemperatur abkühlen. So heiß wie übrigens der Solustoff innen wird, so kühl bleibt er außen. Es ist etwas zu heiß, ihn anzufassen, aber wenn die Flamme noch nicht vollständig da ist, könnt ihr ihn tatsächlich noch anfassen, hochheben und etwas pusten. Stuhl. Ja, das ist so mein kleiner Outdoor-Luxus. Ach, jetzt zieht's hier wieder rum. Mein kleiner Outdoor-Luxus, den ich mir dann immer so gönne, der Walkstuhl. Das ist ein kleiner, leichter Klapphocker. So, jetzt gibt's Kaffee. Oh, der brennt noch. Wunderbar. Perfekt. Hier auch. Schlückchen. Ja, das ist doch gemütlich so. Wunderbar. Komm, wir gucken mal, was du in deinem Roughwear und Rucksack noch so Interessantes dabei hast. Viertel nach drei. Ich war jetzt eine ganze Weile unterwegs. Mittagessen hatte ich noch nicht. Bin relativ spät losgekommen heute. Da das Feuer ja noch an ist, könnte ich mir natürlich auch
schön noch was darauf zubereiten. Gleich eine Fertigpackung Nudeln. Ich hatte in einem der letzten Videos schon mal den Tipp gegeben, wenn auf diesen Nudelverpackungen draufsteht 500 Milliliter, dann nehmt 400, kocht das Wasser richtig gut auf, gebt diese Fertignudeln rein, Deckel drauf, kocht es noch mal eine Minute ungefähr, runter vom Feuer, durchrühren, Deckel wieder drauf und einfach 10 Minuten stehen lassen. Die Nudeln saugen sich mit dem Wasser voll, die fehlenden 100 Milliliter sind die, die sonst verkochen, und ihr habt eine super geile Mahlzeit, habt Brennstoff gespart und habt Wasser gespart. So werde ich jetzt auch tun. Da ist ganz gut Power drauf hier. Wasser in Fleisch-Tomatensoße. Gibt nichts Besseres. Ein bisschen Fleisch muss sein. Meiner Meinung nach. Und das ist echt schmackhaft. Ah, herrlich. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass hier der Kaffee nicht zum Fichtennadeltee wird. Auch lecker, aber beides zusammen ist dann nicht so ganz toll. So, da hier alles feucht und voller Farn ist, nehmen wir den dann heute als Spülschwamm. So, jetzt habe ich wieder so viel mit euch gequatscht, dass ich das Feuer nicht beobachtet habe. Das ist mittlerweile aus, es ist nur noch Glut da. Das ist aber bei einem Holzvergaser nicht ganz so schlimm. Ihr könnt da nachlegen und es entzündet sich dann auch ruckzuck wieder von selbst. Apfelzimtporridge. Insider-Witz. Okay. Außen grün, innen jetzt schwarz. Ich kann es aber wieder in den Rucksack packen und es saugt mir die Sachen nicht ein. So. Wie sieht's denn aus? Es kocht schon längst. Wie gesagt, schmeißt euren normalen Hobo weg. Ob der faltbare, dessen Namen ich jetzt nicht sage, oder No-Name-Produkt oder andere. Holt euch einen Holzvergaser. Verbraucht mehr Platz im Rucksack, keine Frage. Aber das Ding hat innerhalb von wenigen Minuten das Wasser am Kochen. Und man qualmt und stinkt nicht so in der Gegend rum. Jetzt noch mal einmal gut durchrühren. Und dann ziehen lassen.
hatte gerade noch mal ein bisschen Holz besorgt. Von der Jagd, die sind auch noch wach. Nichts über ein gemütliches Feuer. Was übrigens auch ein sehr positiver Effekt an der Holzgasverbrennung ist, da ist ganz wenige Funken, die fliegen, und das Holz wird fast restlos verbrannt. Ihr habt nachher wirklich nur noch ganz feine Asche und vielleicht nur von den letzten Teilen ein paar Stückchen drin. Aber es ist wirklich fast nichts, was dort überbleibt. Abgesehen von der Wärme und dem Licht, das ein Feuer spendet, hat das auch immer ein bisschen was Ursprüngliches für mich. Man kommt zur Ruhe, man hat Zeit nachzudenken und kommt so ein bisschen runter. Zum späten Nachmittag, bevor es so wie jetzt im November gleich dunkel wird und es den ganzen Tag geregnet hat. Jetzt klart es nochmal auf. Es wird gerade nochmal richtig hell. So, was macht denn mein Mittagessen? Last befreien. Ah, herrlich. So, ich zeige euch das jetzt mal. Das Wasser ist komplett aufgesogen. Es schwimmt nichts rum, es ist nicht zu viel. Das ist genau richtig. Ja, in diesem Sinne sage ich mir jetzt erstmal guten Appetit, genieße noch ein bisschen das Feuer und den jetzt gerade wunderschönen Sonnenuntergang gleich. Ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder im nächsten Video. Ich werde vielleicht nochmal näher auf das Thema Messer eingehen und vielleicht den Hunderucksack nochmal ganz in Ruhe vorstellen, nicht so beiläufig. Der Solustoff hat mich sehr überzeugt. Wie gesagt, der ist heute das zweite Mal im Einsatz. Wunderschönes Gerät. Bleibt jetzt also fester Bestandteil im Rucksack. Hat mir Spaß gemacht, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Lust habt, abonniert mich. Ich freue mich über jeden Abonnenten. Lob, Kritik, was auch immer. Vor allen Dingen auch Vorschläge für neue Videos. Also, macht's gut. Bis bald im Wald.